everything changes. Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 und heute machen wir mal was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, Mod-Vorstellung. Und zwar habe ich da einen schönen IFA W50L Pack eigentlich gefunden, ein Paket. So, und irgendwie, aha, weil da die... Es gibt eigentlich für jeden LKW den passenden Anhänger. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Die Dinger sehen richtig cool aus. Und wir schauen uns die eigentlich gerade an. So, da habe ich natürlich das da nicht weggestellt. Jetzt ist eigentlich da Pritzenanhänger. Dann ist da, glaube ich, der Viehanhänger. Das sieht richtig cool aus. Hier ist der Ballentransporter mit Anhänger. Hier ist der Planaufleger mit Anhänger. Und hier ist der Koffer mit Anhänger. Also richtig cooles Zeug. Und da sieht man richtig cool aus. Also, wer gerne ältere DDR-Geräte mag, der ist hier genau richtig. Oder ansonsten auch so tolle Teile. Für den ist das genau das Richtige. So, dann stand noch drin, damit alles hier voll. So, was können wir da alles? So, wir müssen mal hier anmachen, damit wir das da vielleicht sehen. Windschutzscheibe schließen. Aha, hier vorne, genau das ist eigentlich hier am Kühler. Das haben sie eigentlich vorgehangen im Winter, damit es hier ein bisschen wärmer wird, damit er Temperatur hatte. Der Motor sitzt hier genau in der Mitte. Und woher weiß der das alles? Genau so ein Teil hat mein Vater früher gefahren. Und da durfte ich als kleiner Junge denn mitfahren in der Erntezeit. Und das ist erstmal tierisch laut. Der hatte da irgendwie hier so in der Mitte 3, 4 Decken drauf zu liegen. Und wenn das Ding mal nicht richtig gelaufen ist, dann hat er das da hochgenommen und hat er da irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr was. Und dann ist das Ding wieder gelaufen. Also richtig cool. So, dann können wir angeblich das hier noch von außen alles öffnen, aber ich weiß gerade nicht. Ventilator können wir einschalten. Okay, machen wir mal. Jawohl. Okay, es ist wirklich an alles gedacht. Motor starten. Dann können wir das Ding noch zulassen. Der klingt eigentlich auch schon richtig gut. Der hat sogar hier Arbeitsscheinwerfer hinten drauf. So, das da sollte eigentlich von außen aufgehen. Hätte ich gemeint. Geht's bei den anderen? Vielleicht fehlt mir wieder irgendein Programm, damit es hier bei mir funktioniert. Eigentlich sollte es von außen alles zu öffnen sein. Wir nehmen mal die Maus. Sieht man auch nichts. Also, das ist auf jeden Fall hier der Sound. So, was haben wir jetzt? Die Tür natürlich offen. Machen wir mal wieder zu. Also cooles Teil. Da noch der passende Anhänger dazu. Jawohl, und dann steht er eigentlich nachher so da. Aha, hier zum Beispiel Kippseite hinten, ja gut, ist klar. Hier abladen. Irgendwie sollte das eigentlich wahrscheinlich aufgehen.
Aber da bin ich wahrscheinlich wieder irgendwie. Boah, wie der Sound, wenn der ausgeht, also richtig, richtig cool. So. Der springt natürlich auch so an. Vor allen Dingen, damit es ein Paket ist, ist es jetzt nicht so, damit wir da irgendeinen erstmal haben und den konfigurieren müssen, den Mod. Nein, hier ist eigentlich alles drin. Hier haben wir jetzt Viehtransporter. Viehtrailer zulassen. Da können wir zum Beispiel denn uns eigentlich ein Nummernschild dazu machen. So. Jetzt müsste ich nur noch wissen, mit welcher Taste das hier aufgeht. Eigentlich sind immer mit... mit R hätte ich gemeint. Also bei mir geht es irgendwie nicht. So, auf den Bildern sah das natürlich richtig cool aus, wenn da alles offen war. So sieht es eigentlich aus mit Anhänger. Beleuchtung funktioniert. Rückfahrlicht funktioniert. Zaun funktioniert. Und da haben wir eigentlich eine coole Sache. So, ich muss mal den nächsten. Das ist eigentlich der mit den Ballen. Und hier stand jetzt dran, hier öffnen. Warte mal, hier. Ja, hier geht's. Jawohl. Dann geht's bei den anderen einfach nicht. Okay. Boah, cool. So, machen wir mal den Anhänger. Geht der auch? Hallo? Vielleicht muss ich den Anhänger dran haben, damit der geöffnet werden kann. Hier sollte das eigentlich auch gehen. Also vielleicht stehen sie auch zu dicht zusammen. Ich weiß nicht. Jetzt. Also hier hat es wohl wunderbar funktioniert. Also es liegt wahrscheinlich nicht. Doch nicht ganz an mir. So, wir machen mal den Anhänger ran. Vielleicht. Wir schauen uns das Ganze noch natürlich beim Händler an. Das gibt es natürlich auch in andere Farben. Standardfarbe kenne ich eigentlich immer so. War wirklich blau. Deswegen habe ich das eigentlich auch so gelassen. So, wir machen mal gerade noch. Genau, wir wollten eigentlich mal hinten schauen, ob wir das jetzt öffnen können. Passiert nichts. Aber wahrscheinlich fehlt mir da irgendwie das Ding geht. Warum das hier wunderbar geht, weiß ich nicht. Und das hier. Spanngurte, jawohl. Spanngurte, nein, nein. Wir wollten eigentlich öffnen hier. Also irgendwie geht's. Das haben wir gesehen. So, ich möchte gerne natürlich hier mit dem Teil noch eine Runde drehen. Was läuft das Teil eigentlich? Und was kann ich eigentlich laden hiermit? So, der hat sogar vorne einen Spiegel dran. Warte mal, ich muss mal den Ventilator anmachen. Aha. Geht es bei dem nicht? Vorhin war es doch das K. So, jetzt haben wir nicht geschaut, was der wirklich läuft. 51 zeigt es mir an. So schnell waren ja die Dinger eigentlich nicht. Aber es sieht schon richtig... richtig cool gemacht aus hier. So, ich will mal schauen, ob ich da überhaupt was einladen kann, wenn ich da Planauflieger habe. Na, das funktioniert nicht. Okay. Den Mod gibt es denn bei Modhoster. Ich werde da noch den Link dazu unter dem Video
verlinken und ja, ich muss mal schauen. Ich habe nämlich nichts gelesen, damit ich da noch irgendwie eine Zusatzdatei brauche für die Steuerung oder so. Wow. Aber das ist ein cooles Pack, finde ich jedenfalls. Und es wird wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch an der Originalkarte, damit es hier nicht geht. Weil das Teil kann ich hier öffnen. Seite öffnen. Ja. Jetzt kann ich da sogar die Seite öffnen. Kann ich es da auch? Es geht irgendwie bloß der LKW. Und hier können wir natürlich Paletten und so einladen. So, jetzt hätte ich gerne noch Spanngurt und alles zeigt er mir an. Aber damit ich das da nicht öffnen kann, ist ein bisschen schade. Sollte theoretisch funktionieren. Genauso wie bei dem hier. Sollten wir eigentlich hinten das runterlassen können. Vielleicht müssen wir dafür anlassen. Das kann natürlich noch sein. Na, wegen der Hydraulik dachte ich vielleicht. Können wir noch sogar wählen, Ladegut wählen, Quaderballen, was haben wir noch, Rundballen, 0, 0, 0, Ventilator steht da aber auch K, ah, das geht wahrscheinlich, aber den anderen hat es jetzt nicht funktioniert. Also vielleicht noch ein, zwei kleine Fehler, ich weiß es nicht, ob es denn wirklich hier daran liegt, an mir oder und sonst was, aber es sieht cool aus. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Eigentlich wollte ich noch. Wir haben doch da so ein. Wir könnten eigentlich den mal schauen. Da sollten wir eigentlich was aufladen können. Da steht jetzt hier Kapazität, Pritsche 15.000. Also das sollte funktionieren. Man sieht hier auch an der Seite die Farbe verblichen. Bei der Tür ist es viel dunkler. Also, da glänzt nichts, da ist nichts poliert, das ist alles so, wie es gebraucht wird, das Material. So, fährt sich eigentlich so. Jojo. Also ist jetzt kein MAN oder so. Es funktioniert. Ist jetzt natürlich leicht, er ist noch nicht beladen, wir beladen ihn mal. Schauen, ob das funktioniert, wie das aussieht nachher texturmäßig. So, guck mal, wir haben ja da irgendwie oder nicht was richtiges drin. Körnermais machen wir mal. Wird das hier mit Berg drauf gefüllt oder wie sieht denn das nachher aus hier? Naja, geht so 15.000. Okay, der Anhänger nehmen wir natürlich auch noch mit. Passt wahrscheinlich nochmal dasselbe drauf. Jawohl, und dann sieht das so aus. Können wir 30.000 mit wegfahren. So, jetzt läuft er auch schon ganz anders. Jetzt wird das schon natürlich viel, viel schwerer hier ein bisschen. So, federt auch ganz anders. Coole Sache. Lassen wir den mal da stehen. Ich hätte gerne eigentlich noch hier den Viehtransporter. Auch wenn ich den hier irgendwie gerne öffnen würde und es aber noch nicht so richtig funktioniert. So, Viehtransporter. Wir können, jetzt machen wir nochmal so eine Testfahrt hier. Hier auch der Anhänger mit Zwillingsbereifung. Finde ich natürlich cool. Okay, das Ding läuft wirklich bloß 55. Und ja, dann müssen wir bis da zum Händler guiken. Mit 55 könnten wir eigentlich hier übers Feld und übers Land, bis wir beim Händler sind. Da könnten wir jetzt zum Beispiel, hat da hinten noch eine Anhängerkupplung oder sieht das bloß so aus? Habe ich da nicht Vorfahrt eigentlich? Naja. Könnten wir natürlich noch einen Anhänger ranmachen, aber dann wird das motorleistungsmäßig hier schlecht werden. Wir wollten ja sowieso noch schauen beim Händler, was das Ding eigentlich so kostet. Machen wir gerade mal. So, das gibt ja eine eigene Mod-Rubrik hier.
Da steht dann auch noch, eigentlich schön gemacht, von wem das ist. Mods von Modrando.com. So, und wenn wir da natürlich drauf gehen, haben wir natürlich alle Fahrzeuge. So, da steht leistungsmäßig, steht da eigentlich gar nichts da. Preis ist immer so 19.000 LKW, 9.000 Anhänger. LKW können wir natürlich hier Farbe wählen, Design wählen. Mal rot, okay, kaufen, jawohl, okay. Und können wir uns das eigentlich anschauen? Beim Anhänger ist das eigentlich nicht so. Der ist einfach so, wie er da ist. So, man muss gerade mal durchseppen hier. Dann sieht er eigentlich so aus. Auch nicht schlecht. Sieht ein bisschen feuerwehrmäßig aus. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Habe ich jetzt nicht extra gemacht. Aber so könnte es auch aussehen. Das Teil. Wir wollten eigentlich mit dem zum Viehhändler und das da aufladen. Und theoretisch sollten alle Klappen von außen zu öffnen sein. Stand jedenfalls so in der Mod-Beschreibung. So, da kommen wir nicht rum. Wir müssen noch über die Brücke. Bei mir hat es bloß bei einem funktioniert. Es sollte eigentlich bei den Anhängern funktionieren. Es sollte beim LKW funktionieren. Bei alle. So, wir fahren mal hier ein bisschen durchs Gelände. Schauen, ob die Sachen auch dreckig werden. So, erstmal fällt mir da nichts auf. Fährt da schön wohl. Jetzt werden die Räder werden langsam dreckig. Also waschbar ist das Ding natürlich auch. Das macht das Ganze natürlich interessanter. Und da habe ich recht wieder Lust da mit den Ostgeräten da ein bisschen was zu zeigen und zu machen. Also das ist natürlich ein super Mod für die Ostalgie. Das ist quasi der Mercedes LKW vom Osten. So sah der aus. Wow. Und dann sind wir eigentlich beim Händler. Jetzt will ich mal schauen, ich kann da einladen. Am Anhänger 14 Schafe, 14 Schweine, 25 Schafe und 7 Kühe. 25 Schafe, das will ich sehen. 25 Schafe, stehen die übereinander oder was? So, bestätigen. Jawohl. 25 Schafe. Okay, schön aneinandergereiht, da ist sogar noch Platz. Da hätten noch ein paar in der Mitte. Jo, okay, geht. So, kann ich es jetzt öffnen von außen, bitte? Tiermenü öffnen. Tiermenü öffnen? Nein. Das Teil kann ich nicht öffnen. Ich denke, beim LKW. Beim LKW wird es eigentlich genauso sein. Warte mal. So kann ich denn jetzt. Jetzt hat er 25 Schafe geladen. Hat er jetzt hier auch 25. Sind auch Schafe drin. Da ist doch gar nichts drin. Ich kann den Anhänger gar nicht abmachen. Aha, jetzt bin ich wahrscheinlich daneben. Warte mal. Ich komme eigentlich. Sorry, ich komme nicht ins Menü, damit ich da den LKW noch beladen kann. Ich kann nur die Schafe verkaufen, was ich da eigentlich im Anhänger hingeladen habe. Also, es gibt noch ein, zwei Verbesserungsmöglichkeiten von diesem Mod. Ich sag ja, bei mir funktioniert es da irgendwie nicht, aber ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendeine Datei nicht, damit es da funktioniert. Okay, das wäre es eigentlich von mir. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen. Ihr findet es vielleicht auch ganz cool. Wie gesagt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.